Sicher kennst du das auch aus deinem Leben, dass es manchmal auf die richtige Sicht der Dinge ankommt. Mit der richtigen Sicht der Dinge verändern sich bestimmte Positionen. Neulich hörte ich dazu eine kleine Geschichte. Ein junger Mann wurde in einen ganz entlegenen Teil Afrikas von seiner Firma geschickt, die Schuhe verkaufen wollte. Nach einer Weile kam er zurück, völlig frustriert, niedergeschlagen und sagte: Warum haben Sie mich dahin geschickt? Niemand trägt dort Schuhe. Nach einer Zeit sandte diese Handelsgesellschaft einen weiteren Vertreter in den gleichen Teil in Afrika. Nach kurzer Zeit kam ein Telegramm: Bitte schicken Sie 10.000 Schuhe, niemand trägt hier Schuhe. Was war der Unterschied? Der eine hatte nur die negative Sicht gesehen, er hatte sich nicht eingesetzt für das Ziel, was er eigentlich verfolgen wollte, und der andere hatte eine Möglichkeit gesehen. Er hatte gesehen, da kann man etwas verändern. Wie ist es in deinem Leben? Auf was schaust du? Was beeinflusst dich? Was beeinflusst die Situation, die du siehst? Siehst du immer das Kritische, das Negative, das, was nicht geht? Oder sagst du, ich werde mal einen Schritt zurücktreten, ich werde mir die Situation genauer anschauen und vor allen Dingen, ich werde Gott fragen, was er über diese Situation in meinem Leben denkt. Ich werde beten, um herauszufinden, was der Heilige Geist mir rät, was ich tun soll. Ich werde beten, dass ich Weisheit habe, Geschick habe, Gunst habe, dass ich erfrischt und erquickt bin und die richtigen Entscheidungen treffen kann, dass ich die richtige Sicht auf diese Dinge haben kann, dass nicht die Situation mich völlig gefangen nimmt, sondern ich in der Position komme, dass ich weiß, der Heilige Geist wird mir helfen, er wird mich lehren, er wird mir den nächsten Schritt zeigen, er wird mir zeigen, wie es gehen kann. Er wird mir die richtige Sicht der Dinge schenken. Im Römerbrief steht: Alle Dinge werden zu deinem Besten mitwirken, weil du Gott liebst. Alle Dinge werden dir zum Besten mitwirken. Vielleicht sagst du jetzt auch: Ah, ich weiß nicht, welche Dinge, und das ist alles so schwierig und so. Denk an die Geschichte von dem Verkäufer. Die richtige Sicht der Dinge muss die sein, dass du auf Gott schaust, dass du fragst: Herr, was ist dein Plan? Wo sprichst du zu mir? Wo ist dein Wort für die Situation, in der ich bin? Und dass du proklamierst: Alle Dinge, auch das, was ich hier nicht verstehe, was ich noch nicht im Moment überschaue, was ich nicht im Moment so schnell regeln kann, auch diese Situation wird der Herr für mich zum Besten wirken in meinem Leben. Gott hat mehr für dich.